Hallo, ich bin Elienix. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach Mods für die Sims 4 übersetzen könnt. Viel Spaß! Jeder von euch, der schon ein paar Videos von mir gesehen hat, der weiß, ich liebe Mods. Ich habe unzählige davon in meinem Spiel und ich lade auch ständig neue herunter. Und das Problem hierbei ist, mein Spiel ist auf Deutsch und die meisten Mods erscheinen vorerst auf Englisch. Und meistens dauert es auch eine Weile, bis es deutsche Übersetzungen zu einem Mod gibt. Und ich bin ein wenig ungeduldig und deshalb übersetze ich viele Mods dann einfach selbst. Damit auch du das in Zukunft machen kannst, zeige ich dir jetzt in diesem Video, wie das funktioniert. Und das Beste daran ist, dank Google Übersetzer, DeepL, Leo oder was auch immer ihr benutzen möchtet, müsst ihr dafür nicht einmal wirklich Englisch können. Aber jetzt zeige ich euch gleich, wie alles funktioniert. Beginnen wir am besten gleich mit dem Programm. Seit kurzem übersetze ich meine Mods nämlich ausschließlich mit dem The Sims 4 Translator. Davor habe ich mit einem anderen Programm gearbeitet und soweit ich weiß, gibt es auch jede Menge anderer Alternativen. Aber The Sims 4 Translator hat zwei Vorteile, die soweit ich weiß kein anderes Programm hat. Erstens, eure Übersetzungen werden in einer eigenen Datei abgespeichert. Das heißt, ihr könnt eure Übersetzung ganz einfach weiterschicken und teilen. Zweitens, es gibt ein eingebautes Dictionary, also ein Wörterbuch, und dieses speichert eure Übersetzungen. Das heißt, wenn ein Mod ein Update hat, müsst ihr mit den Übersetzungen nicht noch einmal ganz von vorne beginnen, sondern die Dinge, die ihr bereits übersetzt habt, werden ganz einfach gespeichert. Und glaubt mir, das zweite Feature spart wirklich jede Menge Zeit. Eine Mod selbst zu übersetzen ist nämlich um einiges zeitintensiver, als man glaubt. Zumindest habe ich es mir um einiges leichter vorgestellt. Gut, aber jetzt zeige ich euch, wo und wie ihr das Programm herunterladen könnt. Wir sind jetzt hier auf der Website Mod The Sims. Hier kannst du jede Menge unterschiedlicher Mods für die Sims 4, Sims 3 und sogar für die Sims 2 herunterladen. Außerdem gibt es hier auch noch Programme, die für die Sims 4 nützlich sind, eben wie hier der The Sims 4 Translator. Wie wir sehen, das Programm ist schon ein wenig älter, also erstmalig wurde es im Juli 2020 gepostet und das letzte Update war auch im September 2020. Dennoch hatte ich bisher kaum Probleme und alles funktioniert mehr oder weniger so, wie ich es mir vorgestellt habe. Falls du übrigens gerne mehr über Mods erfahren möchtest, ich blende dir jetzt hier rechts oben meinen Guide dazu ein. Hier müssen wir jetzt einfach ein wenig hinunterscrollen und dann hier unter Files eine dieser beiden Dateien herunterladen. Ich lade jetzt einfach mal diese hier herunter und wie wir sehen, befindet sie sich schon nach kurzer Zeit in meinem Download-Ordner. Die müssen wir dann hier entpacken und dann ist das Programm automatisch auch schon installiert. Ihr könnt diese Datei natürlich woanders hingeben, es ist nur ganz wichtig, dass ihr dabei keine von diesen löscht. Ich habe die Dateien jetzt eben auf den Ort meiner Wahl verschoben und wenn wir jetzt translator.exe öffnen, dann öffnen wir hiermit auch das Programm. Das ist also The Sims 4 Translator. Das Interface ist übrigens auf Englisch und es gibt auch noch keine deutsche Version, aber es ist nicht sonderlich viel Text, also es ist wirklich selbsterklärend. Hier unter File können wir eben ein neues File öffnen, später können wir es dann auch hier speichern oder finalisieren. Hier finden wir dann die Optionen. Hier kann man die Sprache vom Interface ändern. Es gibt aber nur Englisch, Russisch oder Chinesisch. Also falls ihr Russisch oder Chinesisch sprecht, könnt ihr es euch natürlich auch in diesen Sprachen einstellen. Hier sind dann noch zwei Einstellungen, die ich aktiviert habe. Einmal, dass eine Backup-Package-Datei kreiert wird, einfach weil es irgendetwas schief läuft. Und beim zweiten habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was es ist, aber ich habe es einfach mal angehackt. Dann habe ich hier noch den Game Path, also den Spielpfad, wo mein Spiel eben gespeichert ist. Und hier ganz unten habe ich dann auch noch die Ausgangssprache und die Zielsprache eingestellt. Und das war's jetzt auch schon mit den Optionen. Wir haben das Programm jetzt installiert und richtig eingestellt und jetzt zeige ich euch gleich, wie ihr dann einen Mod übersetzen könnt. Wie ich meine Mods immer übersetze, zeige ich euch jetzt am Beispiel des Mods Sims Link von Lot51. Bei diesem Mod geht es darum, dass ein Internetservice in euer Spiel kommt und soweit ich weiß, gibt es auch noch eine aktive Karriere. Ich habe den Mod jetzt noch nicht getestet, aber er wurde mir von jemandem in der Community empfohlen und deshalb habe ich gedacht, ich schaue ihn mir einmal genauer an. Und deshalb zeige ich euch jetzt anhand von diesem Mod, wie ich immer übersetze. Aber bevor ich weitermache, wenn dir dieses Video gefällt und du gerne mehr dieser Videos sehen möchtest, dann vergiss nicht, mich zu abonnieren. Auf diesem Kanal kommen genau zweimal die Woche Videos über die Sims. Wenn ich einen Mod übersetze, dann sieht das bei mir grundsätzlich immer so aus. Links habe ich den Google Übersetzer geöffnet und rechts habe ich das Übersetzungsprogramm geöffnet. Und als erstes müssen wir jetzt die Texte öffnen, die wir gerne übersetzen möchten. Dafür klicken wir hier auf File, dann auf Load File. Hier bin ich jetzt schon automatisch in meinem Download-Ordner und wie wir sehen, gibt es in diesem Mod nur eine Package-Datei. Je nachdem, wie groß der Mod ist, den ihr übersetzen möchtet, kann das nämlich variieren. Auf jeden Fall solltet ihr aber versuchen, jede Package-Datei eines Mods zu öffnen, nur um sicherzugehen, dass ihr keine Texte vergesst. Dann öffnen wir jetzt diese Package-Datei, indem wir einfach doppelt darauf klicken.
Hier sehen wir jetzt die Inhalte des Mods und wenn wir scrollen, dann sehen wir, es ist ziemlich viel Text. Also es ist jetzt nicht der größte Mod, den ich jemals gesehen habe, aber ich denke, es sind schon einige Stunden Arbeit. Übrigens lasse ich meine Mods immer vorerst im Download-Ordner, bis ich sie fertig übersetzt habe. Ich möchte nämlich einfach keine halb übersetzten Mods in meinem Spiel haben. Was sehen wir hier jetzt? Wir haben ganz links eine Nummerierung, die hilft uns einfach dabei, dass wir einen Überblick behalten können. Dann haben wir jetzt hier noch verschiedene IDs, die können wir ganz einfach ignorieren. Hier haben wir dann den originalen englischen Text und hier kommt dann unsere Übersetzung hin. Um etwas zu übersetzen, klicken wir einfach doppelt drauf. Dann öffnet sich hier dieses Fenster und hier sehen wir noch einmal den originalen Text und hier die Current Translation. Das Wort Simslink ist ein Eigenname vom Mod und deswegen werde ich das hier jetzt so lassen und beginne mit dem zweiten Satz. Ich habe mir im Vorhinein einige ältere Videos über das Programm angesehen und anscheinend hat es früher einmal so funktioniert, dass man hier einfach nur auf Translate klicken musste und dann wurde dieser Text automatisch übersetzt. Aber ich zeige euch das jetzt gleich, wenn ich da draufklicke, passiert absolut gar nichts. Es steht dann hier Loading und es lädt einfach ewig. Ich habe schon etliche Male einige Minuten gewartet, aber es ist nie etwas passiert und deswegen mache ich das Ganze einfach manuell. Gut, ich gehe jetzt nochmal raus und noch einmal rein. Jetzt markieren wir einfach hier diesen Text, klicken auf STRG C, um es zu kopieren, fügen es hier ein. Von Google wird es dann automatisch übersetzt, das markieren wir wieder, kopieren wir und fügen wir hier ein. Dieser Satz ist ein gutes Beispiel dafür, warum man sich nicht immer auf den Google-Übersetzer verlassen kann. Das englische Original lautet nämlich "This lot already has an internet subscription with Simslink." Und auf Deutsch machte Google daraus "Dieses Los hat bereits ein Internet-Abonnement mit Simslink." Selbst wenn man nicht weiß, was Lot auf Deutsch bedeutet, wir sind uns sicher alle einig, dieser Satz ergibt absolut keinen Sinn. Wenn ich persönlich jetzt nicht wissen würde, was Lot auf Deutsch bedeutet, dann würde ich so vorgehen. Ich würde einfach einen neuen Tab öffnen und hier auf das Leo Dictionary gehen. Dort gebe ich jetzt das Wort Lot ein und dann sehen wir gleich, was es bedeuten könnte. Und wie wir sehen, eine mögliche Übersetzung von Lot ist Grundstück. Und natürlich bedeutet es in diesem Zusammenhang Grundstück. Deswegen bessern wir das jetzt hier aus. Und dann haben wir, dieses Grundstück hat bereits ein Internetabonnement mit Simslink. Und mit dieser Übersetzung sind wir jetzt zufrieden. Deswegen können wir hier auf OK klicken. Oder wir klicken einfach STRG und Enter. Und auch dann ist es fertig übersetzt. Wenn wir jetzt hier auf den nächsten String klicken, dann sehen wir, dass sich hier die Farbe der Zeile geändert hat. Und zwar ist sie jetzt in diesem hellen Lila, was eben für uns bedeutet, sie ist fertig übersetzt. Man muss aber natürlich nicht immer etwas ausbessern, meistens versteht der Google-Übersetzer die Sachen eigentlich ziemlich gut. Mit STRG S oder unter File Save kannst du die Datei immer zwischendrin speichern. Und wenn wir jetzt auf meinen Download-Ordner gehen, dann sehen wir, dass das Translation-Tool eine neue Package-Datei angefertigt hat. Und zwar ist jetzt hier die Package-Datei mit Z am Anfang und hier steht eben German und Deutsch, damit wir ganz genau wissen, dass das die deutsche Übersetzung ist. Und im Normalfall müsst ihr dann einfach diese Datei in dieselbe Datei wie euren Mod geben und dann erkennt das Spiel die Übersetzung. Wenn euer Mod trotzdem noch auf Englisch ist, versucht am besten das Z hier gegen einen 1er auszutauschen, dann sollte es das Spiel normalerweise auf jeden Fall erkennen. Außerdem solltet ihr unter File auch immer auf Save Dictionary klicken. Dann werden die Übersetzungen nämlich auch im Wörterbuch gespeichert. Also wenn der Mod eben ein Update hat, dann sind die Strings, die ihr schon einmal übersetzt habt, noch da. Also ich denke, spätestens jetzt ist euch allen bewusst, Mods übersetzen ist ein Haufen Arbeit. Das ist übrigens einer der Gründe, weshalb du auf meinen Discord-Server kommen solltest. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Von dort aus kommst du nämlich zu meinem Sims 4 Guide und dieser wird dir auf jeden Fall bei Übersetzungen helfen. Einerseits stelle ich nämlich meine eigenen Übersetzungen zur Verfügung und andererseits verlinke ich euch auch gerne die Quellen von anderen Übersetzungen, die ich in meinem Spiel habe. Und wenn auch du schon die ein oder andere Übersetzung angefertigt hast, dann freue ich mich und sicher auch alle anderen am Discord-Server, wenn du sie uns auch zur Verfügung stellst. Also ab auf den Discord-Server! Grundsätzlich weißt du jetzt schon alles darüber, wie du dieses Übersetzungstool benutzen kannst. Aber gerade für all jene, die noch nie etwas übersetzt haben, das in irgendeiner Art und Weise programmiert wurde, habe ich drei essentielle Tipps. Dann schaut jetzt am besten noch weiter, damit ihr ja nichts kaputt macht. Erstens, alle geschwungenen Klammern müssen bleiben. Gerade in größeren Mods werdet ihr jede Menge von diesen sehen. Eine geschwungene Klammer sehen wir beispielsweise hier. Dann übersetzen wir diesen Satz einmal ganz schnell. Übersetzt wurde es mit geschwungener Klammer, 0.sims first name, geschwungene Klammer, hat derzeit das WLAN-Passwort. Hier ist es ganz wichtig, dass dieser Teil hier genauso bleibt. An dieser Stelle habt ihr im Spiel nämlich den Namen eures aktiven Sims.
Meistens, wenn ihr eine geschwungene Klammer seht, dürft ihr gar nichts daran ändern. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Ich zeige euch das jetzt gleich. Hin und wieder kommt es nämlich vor, dass ihr so etwas seht. Sim first name does not have und dann geschwungene Klammer ma.his geschwungene Klammer zu. Dann noch eine geschwungene Klammer fe.her Klammer zu. Das steht dann dafür, dass ihr hier Pronomen einfügen müsst. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, euer Sim heißt Sarah. Im Originaltext würde es dann übersetzt heißen, Sarah hat das WLAN-Passwort nicht. Oftmals werden jedoch auch Pronomen verwendet. Also im Originaltext geht es einfach um das WLAN-Passwort und in meinem Fall würde es direkt um ihr WLAN-Passwort gehen. Also dann wird eben in der Übersetzung sein, Sarah hat ihr WLAN-Passwort nicht. Und weil es hierbei eben um Sarah geht und da Sarah eine Frau ist, würde das Spiel automatisch ihr nehmen. Also immer wenn ihr so etwas seht, müsst ihr hier die Pronomen ausbessern und auf das jeweilige Geschlecht anpassen. Dabei steht MA für male, also für männlich, und FE für female, also für weiblich. Und dann müsst ihr das eben so anpassen, dass es zum Satz passt. Ich hoffe, das hat jetzt Sinn ergeben. Es war tatsächlich ein wenig schwerer zu erklären, als ich dachte. Falls du es nicht verstanden hast und noch offene Fragen hast, dann schreib es mir doch bitte einfach in die Kommentare. Hier sehen wir dann noch ein weiteres Beispiel für geschwungene Klammer. Hier steht einfach 1.objectName. Das lassen wir auch wieder gleich. Und auch wenn euch Strings mit ganz vielen komischen Zeichen unterkommen, also wie zum Beispiel dieser hier, greift es am besten einfach nicht an. Wenn euch ingame dann auffällt, dass noch teilweise Sachen auf Englisch sind, könnt ihr später noch immer zurückkommen und schauen, wo ihr etwas im Nachhinein übersetzen solltet. Eine zweite Sache, bei der ihr aufpassen müsst, das sind Anführungszeichen. Es kann nämlich leicht sein, dass in einem Mod Konversationen eingebaut sind und dann werden eben auch Anführungszeichen benutzt. Aber es werden immer geschwungene Anführungszeichen benutzt, aber wenn ihr bei einer manuellen Übersetzung Anführungszeichen einfügt, dann werden automatisch diese geraden Anführungszeichen benutzt. Und diese können zu Problemen führen. Fragt mich nicht warum, ich bin keine Programmiererin, aber soweit ich weiß, werden diese eben auch in unterschiedlichen Programmiersprachen eingesetzt und deshalb könnt ihr etwas zerstören, wenn ihr diese benutzt. Also setzt sie einfach nicht ein, wenn ihr möchtet, dass euer Mod funktioniert. Als Alternative könntet ihr zum Beispiel mit Copy und Paste geschwungene Anführungszeichen einfügen oder ihr benutzt einfach die einzelnen Striche mit Umschalt und der Raute-Taste. Wie auch immer ihr möchtet, vermeidet einfach die geraden Anführungszeichen. Und eine dritte Sache für all jene, die wie ich mit dem Google-Übersetzer arbeiten, vergesst nicht, dass der Google-Übersetzer immer siezt. Und meiner Meinung nach passt das Siezen einfach überhaupt nicht ins Spiel und deshalb bessere ich grundsätzlich immer alles so aus, dass eben geduzt wird. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel diesen Satz und wenn wir den in den Google-Übersetzer geben und hier wird eben gesiezt. Also wir haben, ihr Zuhause hat derzeit keinen Router, bitte wählen Sie eine Oberfläche aus, auf der ich kostenlos einen platzieren kann und ich beginne mit der Installation, danke. Und dann bessere ich hier eben aus, dein Zuhause hat derzeit keinen Router, bitte wähle eine Oberfläche aus, auf der ich kostenlos einen platzieren kann, ich beginne mit der Installation, danke. Genau, und dann klicken wir wieder auf Steuerung und Enter. Und jetzt weißt auch du, wie man Mods übersetzen kann und was man dabei beachten muss. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Wie schon im Video angemerkt, es war tatsächlich ein wenig komplizierter, das Ganze herunterzubrechen, als ich gedacht habe. Dann hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!